Jürgen, was haben Sie in Spirit zum Leben erweckt? Hatten Sie eine spezielle Figur? Alle Figuren, weil ich bin an dem Vorentwickeln des Filmes beteiligt. Also ging es darum, Ideen für Szenen zu entwickeln und auszuskizzieren und vorzuschlagen. Wie läuft das im Einzelnen ab? Gibt es da Konzept oder Brainstorming oder wie funktioniert das? Manchmal hat man ein Drehbuch oder eine Idee oder es gibt halt Meetings, wo der Verlauf grob entschieden wird und dann geht man in sein Büro für eine Woche oder zwei und muss es dann irgendwann vorführen als sogenannter Pitch. In Spirit ist es ja so, dass keines der Tiere spricht. Es gibt ja nur einen Erzähler und warum ist das so? Woran lag das? Das wurde viel hin und her debattiert, aber die Vorstellung, dass realistisch aussehende Pferde menschlich sprechen, war einfach zu seltsam und hätte, glaube ich, nicht funktioniert. Also bin ich ganz froh darüber. Ist es generell schwierig, Pferde zu animieren? Animieren ist sehr schwierig, einfach wegen der vier Beine. Sehr viel durcheinander. Ich glaube, die Bewegung, also es ist ja ständig in Bewegung und ich glaube, das ist das wirklich Schwierige daran, oder? Ja, es ist halt einfach, sich zu verholpern im Rhythmus und man sieht das schnell hölzern oder unecht aus. Was glauben Sie, wird der Computer jetzt auf lange Sicht die handgemalte Zeichentrickkunst ersetzen? Ich schätze mal, es wird immer ein Eckchen geben, wo noch gezeichnet wird, aber alles in allem wird es wohl so ziemlich übernehmen, ja. Und wie haben Sie sich jetzt konkret auf den Film vorbereitet? Haben Sie Pferde studiert oder wie geht man daran? Ich habe mal eine Weile damit verbracht, Pferde zu zeichnen, einfach als Hobby. Und irgendwie konnte ich mich noch genug daran erinnern, dass ich mich an alle vier Beine erinnern konnte. Wie war die Zusammenarbeit mit Jeffrey Katzenberg? Es ist immer sehr rasant. Der fegt immer mal wieder durch und guckt sich die Sache an und dann wird alles wieder aufgewirbelt und neu gemacht und so. Also der kommt halt immer wieder als Derwisch dadurch und weckt alle auf und lässt den Betrieb, gibt einem Tempo. Jetzt war es ja so, Shrek ist im letzten Jahr bei dem Filmfestspiel in Cannes gelaufen und hat auch in Hollywood einen Oscar bekommen. Mhm. Spirit läuft in diesem Jahr in Cannes. Finden Sie, dass es allerhöchste Zeit wurde, dass Zeichentrickfilme entsprechend gewürdigt wurden? Also, ich glaube schon, weil speziell mit diesem hier, der ist eigentlich für Kinder bestens geeignet, aber ich habe auch gesehen, wie sehr Erwachsene darauf reagieren. Ne? Also, das ist für alle was dran zu finden. Also wurden Zeichentrickfilme oder computeranimierte Filme generell unterschätzt oder nicht entsprechend gewürdigt? Vielleicht ist das auch, weil zu viel Klischeehaftes produziert wurde und jetzt neuerdings gibt es halt verschiedene Sachen, die rauskommen und interessanter sind, vielleicht. Woran arbeiten Sie gerade? Ich habe gehört, Sie arbeiten an der Fortsetzung von Shrek? Ja, Shrek 2, ja. Können Sie uns da etwas drüber erzählen? Naja, ist quasi eine Fortsetzung und sonst ist natürlich alles streng geheim, aber es wird viel Spaß sein. Vielen Dank. Danke.